Gut. Dann gehen wir da lang. Unser kleiner Parkourläufer. So, ich glaube... Hier lang. Ein Land. Ist schon schön gemacht. Gut, wir springen dann mal auf das blaue X, würde ich sagen. Jo. Und da hört auch die schöne Musik auf. Ach, Menno. So, gibt's hier irgendwas für mich? Eventuell? Wenn ich an so einem Vorsprung stehe, ne, wie diese zerfledderte Brücke, ey, dann hast du auch diese fallenden Steine und so, voll gut. So, ist hier noch irgendwo irgendwas versteckt? Nothing. Gut. Dann. Also. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber. Ach ja, so ein schöner Tag im See. Das Wasser sieht übel gut aus, ne? Also unter Wasser vor allem. Zum Gucken, was ich vergessen habe. Ne? Glaub, hier gibt's nichts. Gut. Hallo? Aiden hier. Schrei doch nicht. Verstehst du mich jetzt? Laut und deutlich. Das sind Zombies. Das heißt, du bist in der Nähe. Ich bin durch den See geschwommen. Also, hast du fast die Tunnel erreicht? Nein, die der GAI übrig gelassen hat, als er die Stadt abriegelte. Ich komme von der anderen Seite. Schnell! Was ist los? Mach schnell! Was für schnell? Wohin? Ich kann nicht schnell, hier sind die Welt Zombies. Man muss auch planschen. Kriegen die mich mit, wenn ich hier so durchsneake? Was meint ihr? Ich glaube, ich soll gerade nicht kämpfen. Shit. Hi. Habt ihr mich gesehen? Die haben mich alle gesehen! Ach, fick. Hallo. Diese Kraftausdrücke immer. Oh. Voll brutal. Was? Ich bin euch brutal. Ich pflücke Kamille. Warte mal, er will, dass ich da hinkomme. Ich plansche im See, ich bin doch nicht brutal. Das sind eine Menge Zombies. Ich könnte mich jetzt natürlich auch mit denen anlegen. Aber ich soll mich beeilen. Kriege ich eigentlich immer noch. So. The way to go. Ich meine, auf einer Seite würde ich gerne alle killen, weil ich glaube, dadurch XP zu bekommen. Auf der anderen Seite denke ich mir, der Verschleiß der Waffen. Okay. Hier ist der Tunnel, ne? Warte, wie komme ich denn da rein? Hier lang? Nee. Ich check das mal hier ab eben. Okay, vielleicht check ich das doch nicht ab. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay.
Okay, dann sind auch Zombies. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie komme ich... Ah. Judy. Und let's go. Ich hätte natürlich auch da durchgehen können, aber das wäre zu einfach gewesen. Okay. Ist das denn jetzt der besagte Tunnel? Müsste eigentlich, ne? Ich kann mich da drunter verstecken. Ich gehe jetzt in die Tunnel. Hey, hörst du mich? Vermutlich nicht. Schon unterwegs, bin gleich da. Ich weiß noch nicht so richtig, was uns der Typ bringen wird. Ich habe allerdings nicht so viel Vertrauen in den. Ja, ist ja eklig. Die Übersetzung ist auch ziemlich nice, muss ich sagen. Also es weicht jetzt nicht so sehr davon ab, was die sagen. Ach du Scheiße. Hat es schon ein Blut gebannet? Ist da jemand? Bah. Bah, bah, bah. Erstmal die Ecken abchecken. Aber gibt's hier gar nichts? Nichts zum Aufheben? Alter. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Oh, no. Boah, in was laufe ich denn hier rein? Ist ja übel. Oh, mein Gott. What the fuck? Das Schwein hat mich gebissen. Ein Schattenjäger. Eine Menge von denen in der Kanalisation. Du musst schnell ans Licht. Wo ist mir? Später. Wir müssen los. Wehr dich dagegen. Es geht vorbei. Bleib stark! Hier bist du. Wir haben dich gesucht. Und was ist mit dem? Sieht tot aus. Hat ihn nicht bei sich. Los! Ich hab den Schlüssel nicht. Ich schwör's. Ich glaube, wir wurden hops genommen, ja. Soll ich unseren Informanten helfen oder soll ich mir die Schränke gucken? Ich weiß nicht. Vielleicht ist hier irgendwas. Waffen habe ich noch. Okay. Naja.
Haben die mich gehört? Dadurch komme ich nicht, ne? Nee. Wie komme ich denn da? Intuition war richtig, Ort war falsch. Okay. Abtrünniger. Kann ich was machen? Ja. Ja gut. Ja. Alles klar. So. Was haben die denn jetzt mit unseren Informanten gemacht? Ich glaube, durch diesen Zombie-Biss... Ich weiß nicht, was mit uns passiert, aber irgendwas passiert mit uns. Nehmen wir mit. Bedienungsanleitung aus der alten Welt. Okay. Was haben wir denn gefunden? Was ist das für eine Anleitung? Warte mal, wie komme ich da? Was ist denn das hier? Infizierte Trophäe, seltene Ressource. Okay. Tod weitere Teile der Bevölkerung wurde das Wissen über die Funktionsweise bestimmter Maschinen und über Herstellungsmethoden nahezu ausgelöscht. Die Wände von Anweisungen, die sich in diesen Handbüchern finden, sind der Schlüssel dazu, die vor dem Ausbau entwickelte Technologie zu bewahren. Aber ich habe keinen... Nee. Okay. Interessant. Okay. Ich muss damit noch ein bisschen klarkommen. Das ist die Zeitung, die wir gefunden haben. Den Brief, okay. Gibt es sonst noch irgendwas? Das verlorene Paradies. Verlegen stand der Teufel da und spürte, wie schrecklich Güte ist, und sah Tugend in ihrer Figur so entzückend. Er sah und verzerrte sich nach seinem Verlust, aber vornehmlich, um hier zu bezeugen, wie sein Glanz sichtbar getrübt wurde und er doch unverzagt wirkte. Mhm. Alles klar. Wie... Egal. Kümmere ich mich später drum. Wo haben die denn jetzt unseren Informanten hin? Versteckt! Behalte ihn im Auge, Tahir. Ich hol den Boss. Nein, nein, nein! Nicht Boss! Nicht ihn! Dann sag uns, wo der Schlüssel ist! Er ist weg, hab ich doch gesagt! Was denn für ein Schlüssel? Ich hol den Boss! Müssen wir hier durch oder hier runter? Schon gut. Du solltest doch taub sein. Wo hast du unseren Schlüssel versteckt, Junge? Ich weiß nicht, wovon du redest. Lass ihn los. Ach ja? Und du willst uns dazu bringen? Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich hab gar nichts drauf. bla bla zu blocken. Blocken im letzten Moment, um einen perfekten Block auszuführen. Beim perfekten Block taumelt der Gegner, wodurch er für kurze Zeit wehrlos ist. Okay. Gut. Jetzt geht's ans andere. Erstickt. Dann kann ich immer Schlangen im Block da. Ich will ihn gern zum Taumeln bringen, aber. Sieh sich das einer an. Du bist Geschichte. Sprungtritt. Ja, ich muss ja halt dreimal. Arschloch.
Oh boy, du weißt nicht, wen du dich anlegst. Ey! Bück dich! Was ist das für ein Gesicht? Das ist ja ekelhaft! Du lebst nicht mehr lange. Sagte er und starb. Ajo! Du wirst nicht mögen, was gleich passiert. Okay, warte mal. Hier noch mehr. Wie gefalle dir jetzt? Hübsch siehst du aus. Jetzt hab ich ihn. Fuck. Du lebst nicht mehr lange. Jetzt zeige ich dir, wie ernst ich's mal mache. Friss Dreck und ver... Genau. Was seine Muskel auf. Sprungtritt. Okay, was? Tom, die Gegner. Laufen zu einem Tom, die Gegner, drücken Sie Leertaste. Poggi. Ja. Läuft der mal lang oder habe ich Hallos? Ah, ja, ist ein Kopf. Okay. Wo ist unser. Zeit für sowas. Unser Boy. Warte mal, ist hier noch irgendwo was? Moment. Leb noch ein bisschen. Ich muss ein bisschen looten. Okay. Doppelstreitkolben. Könnte mir mal vorstellen, dass der mehr Ausdauer braucht. Hab eigentlich auch kaum Leben verloren. Verrückt. Irgendwas? Nö. Ich glaube. So, ich bin ready. Sprich mit mir. Wer war das? Keine Zeit dafür. In meiner Tasche. Ich hab dir was dagelassen. Was ist das? Ein GIE-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper. Sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Waltz es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt, alle werden sterben. Waltz? Ist Waltz hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige, lauf! Wir gehen zusammen. Ich will nicht laufen, ich will die töten. Gehen wir. Und ich will ihn retten. What the heck? Zum Henker! Ah, unser verlorenes Lamm. Aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. Schlachtet ihn ab! Sind also, die infiziert? Ich glaube schon, ne? Verwenden Sie einen Sprung, um Kampfhandlungen Ihre Mobilität zu erhöhen. Laufen Sie von Hindernissen, den Taumeln. Genau. Drücken Sie. Alles klar. Das wird ja in die Hose gehen. Okay. Ich habe nur eine Basie. Oha, ich kann ja übel hochspringen. Ich hab nicht mal richtig angefangen. Oh, ist das verwirrend einfach für mich, dieses Sprungtritt, ne? Uiuiui. Na? Ah ja. Ah ja. So ist the way. Warte mal, ich bin hier ein bisschen in der Ecke gefangen. Alles klar.
Direktion gehen wir später. Na los, jetzt greif mich an. Fuck. Warum war da kein Gegner? Warum war da kein Gegner? Was ist mit dir? So. Ein Scheiß bin ich tot. Na, geh doch mal weg von mir. Deine Kackhände. Also manchmal muss man einfach drauf holen, ne? Okay. Wie viele kommen denn noch? Dein Ernst? Halt die Klappe. Jetzt geht's ans Eingemachte. So, das Ende zu ihm. Das war witzig. Wohin denn? Warte mal, wohin muss ich laufen? Ob ich die auseinandernehmen darf noch hier? So ein bisschen? Ich glaube, die Zeit geben sie mir, oder? Also. Und dann geht's hier. Warte mal, ich bin aber nicht richtig, oder? Warte mal, erstmal wieder zu dem Boy. Komm. Wir müssen weg. Ja, dann komm noch. Halt dich fest. Los, komm weg hier. Ich helfe dir. Ich hoffe, das stimmt nicht. Hast du meinen Schlüssel? Es ist Waltz. Wir müssen weg. Aber den suche ich doch. Du Idiot, er muckst dich ab, wenn er dich findet. Dylan! Scheiße. Geh zum Lüftungsschacht. Hier lang. Du zuerst. Was machst du da? Waltz darf den GRI-Schlüssel nicht kriegen. Was? Lass mich raus! Fischauge, Lowan. Geh! Da ist der Verräter! Hi, Dylan. Hallo, Kuppels. Lass den los. Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Tut mir leid. Wirst du sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich habe sie sehr geliebt. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Aber er zog einfach seine Pistole. Gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir, du tust ihm einen Gefallen. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden.
Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Da ist jemand. Im Rettungsschacht! Halt ihn! Was kann dieser Eden eigentlich? Rübe ab und Schlüssel her. Nein. Okay. Kann ich hier noch Luft schnappen? Ein bisschen Tomb Raider-Feeling.